Also loslegen. Jetzt, okay. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem nunmehr, wie viel haben wir? 269. Treffen. Ja, da kommt man schon völlig durcheinander bei diesen Summen, das ist klar. Das ist sein kurz vor 300, ich weiß ja nicht, was das ist. Sein nächstes Treffen findet am Freitag, den 27. Dezember hier statt. 27. Dezember ist dann das 270. Treffen. Genau. Und wieder in 14 Tagen, ja. Exakt in 14 Tagen. So, dann habe ich... Außer es ist zwischendurch der Weltuntergang. Dann natürlich fällt es aus. Ne? Das heißt, das ist nach dem Julfest. Und da wünsche ich jedem schon, der anwesend, ein sehr gesegnetes Julfest. Ich habe einige Runen durchgehen lassen. Jeder kann sich damit bedienen, was er haben möchte. Geschenk von mir, das mal weiterreichen. Vielen Dank. Sucht sich jeder was aus. Gern geschehen. So, dann von meinem Vortrag über die Priorisation. Der eine oder andere hat vielleicht was mal gehört. Die meisten wissen es nicht. Geht im Zusammenhang mit dem Templerwissen, dem Tempel. Darüber. Das Manuskript kann man dann in der Pause für 2 Euro, gebe ich das ab. Das sind 9 Seiten. Hochbrisanter Text erwerben. Aber bitte nutzen Sie die Pause. Also werden wir beginnen. Die Priorisation. Wer, Silenzio, Mann, dieses Gequatsch, wer in Südfrankreich nach den Schätzen der Tümpel untersucht, stößt auf Mordfälle, jawohl, Mordfälle, die bis heute ungeklärt sind. Im Schatten der Pyrenäen halten sich Gerüchte, dass eine geheime Organisation, die aus dem Templerorden hervorgegangen ist, über das Verschwinden der Gold der Tempelritter wacht. Wir machen das gemeinsam, dass ich hier nicht 20 Mal laufen muss. Die Rechnung ist hier alles drin schon, ja? Bitte schön. Eine so christliche Mafia als Erbengemeinschaft der Templer. In dieser Organisation sollen einflussreiche Herren aus Politik, Wirtschaft und Kultur das geistige Erbe des Ordens weiterpflegen und die Schatzverstecke kennen. Goldreserven für den Tag X, für eine Weltkrise, für Machtspiele. Dieser Geheimbund hat seinen Sitz in Frankreich und heißt Priorisation. Da gab es sogar Filme mal. Wir waren zwischen Carcassonne und René Le Chateau im Süden sowie Gisors im Norden Frankreichs, der einstigen Hochburgen der Tempelritter, auf Spurensuche. Die Aussagen der Befragten ergaben Folgendes. Am 1. November 1897 wurde der Abbé Anton Gély sein Pfarrhaus in der südfranzösischen Tortosa ermordet. An Kopf und Hals wurden 14 Wunden gezählt. 14. Fußboden und Wände waren blutbefleckt. Ja. Der Mörder hinterließ keine Spuren und ließ das vorhandene Geld unangetastet. Ja, auch mal was Neues, ne? Der Täter hatte es offensichtlich auf einen Koffer mit Dokumenten abgesehen. Der Abbé wurde in Costoussé begraben. Sein Grab zeigt als einziges mit dem Kreuz in Richtung René Le Chateau zu den Rätseln des Templergoldes. Der zweite mysteriöse Todesfall, 1917, stirbt Abbé Saunier. In René Le Chateau, hinter den Mauern des kleinen Friedhofs, liegt er begraben. Nur seine Haushälterin Marie d'Anamont kannte sein Geheimnis. Der Abbé hatte in den Gewölben unter der Kirche einen Goldschatz gefunden. Ja. Sie soll die Geliebte des Abbé gewesen sein. Sie erbte seine Immobilien. Noch kurz vor ihrem Tod behauptete Marie, die Leute sitzen sie auf Gold, ohne es zu wissen. 1953 starb Marie, ohne ihr Geheimnis preisgegeben zu haben. Der Abbé Saunier ist den Rätseln des Templergoldes sehr nahe gekommen. Wir folgen seiner Spur. Am Anfang steht das Drama der Tempelritter. Im Oktober des Jahres 1307 begann der letzte Akt einer Verschwörung gegen den Templerorden. König Philipp der Schöne von Frankreich und Papst Clemens
planten die Vernichtung des Ordens, um sein riesiges Vermögen an Gold und Ländereien aufzuteilen. Einzigste Grund da. Der Templerorden, nach Salomon Tempel in Jerusalem benannt, war 1118 auf Initiative von Bernard von Clairvaux zum Schutz der Pilger gegründet worden. Der Pilger, nicht wahr? Die am Kreuzzug teilnahmen. Die Ritter legten das Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und Armut ab. Doch arm blieben sie nicht lange. Klar, ne? Während der Kreuzzüge machten sie glänzende Geschäfte, sogar mit den feindlichen Sarazenen. Das ist bekannt, die vielen Sarazenenbrüder. Die reichen Templer vergaben Kredite und wurden, also wie gesagt, die mächtigsten Bankherren des Mittelalters. Das älteste Schecksystem. Das geht auf die Templer zurück, das ist klar. Allerdings, es gab aber keine Zinsknechtschaft, muss man dazu sagen. Klar. In der Schlacht von Akron, also 1291, wurde das Christenheer im Heiligen Land vernichtend geschlagen. Die Templer setzten nach Zypern über und konzentrierten sich auf ihre weit verzweigten europäischen Geldgeschäfte. Klar. Ihr jährliches Einkommen wurde damals auf 100 Millionen Franken geschätzt. Ja, das war eine Menge Geld. Ne? Ein Franken zählte mehr als ein heutiger Euro. Muss man sich mal vorstellen. Milliarden in heutiger Währung. Und jetzt kann man es fast sagen, Billionen heutiger Währung. So, sie waren ein Staat im Staat und residierten in ihrem festungsartigen Zentrum, dem Temple in Paris. Fürchtete der französische König, die Templer könnten eines Tages die Regierungsgewalt an sich reißen. Die Templer vielleicht Verschwörung gegen den Staat. Philipp der Schöne betrieb Rufmord an den Templern. So, beschuldigte sie nicht wie gesagt, den Jesus anzubeten, sondern den Teufel. Sie praktizierten Männerliebe, hieß es, führten ein ausschweifendes Leben hinter den Mauern ihrer Schlösser und Festungen. Und da fällt mir ein, es gibt eine französische Weinsorte, habe ich mir mal kommen lassen, ein herrliches Etikett drauf, mit Tempelrittern vor einem Weinfass und darunter steht Saufen für die Templer. Da hat mich auch kaputt gelacht. Ja, ja, gibt es. Aber schwer zu kriegen, dieser Wein. Ne? So, man sagte ihnen auch nach, dass sie mit Hilfe einer alchemistischen Formel, die sie dem Teufel verdanken, Gold herstellen konnten. Die keuschen Tempelritter sollen Kinder getötet und verbrannt haben. Die Asche tranken sie angeblich in ihrem Wein. Die stolzen Soldaten Gottes waren reif für den Scheiterhaufen. So, jetzt muss man natürlich sagen, Tatsache ist, dass unglaublich viel Silbermünzen zu der Zeit im Umlauf waren in Europa. Und sämtliche Bergwerke dieser Zeit konnten so viel Silber nicht fördern. Wo kam das viele Silber her? Es gibt nur zwei Optionen. Erste Option, durch alchemistische Fähigkeiten, Elementtransmutation, ich weiß, wie das geht, das lässt sich machen. Die zweite Möglichkeit erscheint mir aber wahrscheinlicher. Wir hatten gewaltige Silberschätze in Mittelamerika. Und die Tempelritter verfügten über eine ausgezeichnete Flotte, muss man auch wissen. Also diese Option halte ich für die wahrscheinlichere. Aber gut, beweisen kann man es schlecht. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 begann in ganz Frankreich eine bis dahin beispiellose Verhaftungsaktion. In Paris drang Guillaume Moraret, ein Handlanger des Königs, mit Fußtruppen durch das Haupttor in den Tempel ein. 138 Templer wurden im Schlaf überrascht und verhaftet. Man schätzte die Zahl der Templer in ganz Frankreich auf 2000. Übrigens, die Zahlen sind sehr dehnbar. Manche sprechen auch von 10.000 Templern. Etwa. Geschätzte Zahl. Etwa 600 wurden gefasst. Die anderen waren rechtzeitig verschwunden und flohen in abenteuerlichen Verkleidungen durch die Lande. In der Anklageschrift hieß es, die Templer bespuckten das Kruzifix, treten es mit Füßen, küssen einander das Ende der Wirbelsäule und beten einen Götzen namens Baphomet an. 54 Templer endeten auf dem Scheiterhaufen
mindestens 36 Damen in den Folterkammern. Sie machen sich kaum eine Vorstellung, glaube ich, was die Folter damals bedeutete. Kaum einer macht es davon. Also die Gliedmaßen wurden in Schraubstöcken gesteckt, bis sie knackten. Ja. Man hing sie an ihren Geschlechtsteilen auf, stundenlang und dergleichen mehr. Und trotzdem blieben 36 auch ohne Geständnis. Wie haben die das wohl vorgebracht? Ne? So Felshöhlen in den Pyrenäen waren Schlupfwinkel geflohener Tempelritter, klar. Nach der Verhaftungsaktion stellte sich heraus, dass aus vielen der 9000 Templerburgen die Schatztruhen spurlos verschwunden waren. Ja. Hatten Spezialkommandos der Templer das Gold rechtzeitig in Sicherheit gebracht? 60 Kilometer südlich der Tempelfestung Carcassonne liegt am Fuße der Pyrenäen das Bergnest René de Château. In der Kirche des Abbé Saunier steht eine Teufelsstatue, als würde sie auf einen Pakt der Templer mit dem Teufel hinweisen. Der Grafiker Marcel Papier verdient hier sein Geld mit Comicheften über das Schatzgeheimnis von René de Château. In den Gewölben der Burg lagerte ein Schatz aus dem 15. Jahrhundert, den Großmeister Bertrand de Blancfort 1156 einschmelzen ließ. Lange Zeit hüteten die Mauern das Geheimnis, bis der Abbé mit der Schatzsuche begann. Ja, Cartier sagt, seit meiner Kindheit sprechen alle Leute von dem Abbé und seinem Schatz. 1891 war die Sensation in dem verschlafenen Bergnest natürlich perfekt. Abbé Saunier war offenbar auf einen Schatz gestoßen. Sein plötzlicher Reichtum löste wilde Gerüchte aus. Der Abbé, so hieß es, habe Spuren der Tempelritter gefunden. Ja. Er schwieg und tat so, als müsste die Kirche renoviert werden. Er ließ Arbeiter für die Renovierung kommen, aber der Abbé suchte mit Hilfe einer Schatzkarte einen geheimen Gang zu einem unterirdischen Gewölbe. In der Nähe des Altars wurde eine Grabplatte gehoben und der Abbé war sicher, dass er den Zugang zum Gewölbe gefunden hatte. Ja. So. Er schickte die Arbeiter fort, um allein in das unterirdische Labyrinth vorzudringen. Und plötzlich war er reich. Ja. So einfach kann das manchmal sein. Ne? Das Geheimnis seines Reichtums hat er nie öffentlich preisgegeben. Der Bischof von Carcassonne nahm den Abbé ins Verhör, aber der schwieg und wurde wegen Ungehorsams aus dem Priesteramt entlassen. Dann genoss er das gute Leben und gab sich mit Künstlern und Aristokraten. Die Spur des Templersiegels führt nach Gisors, der einstmals mächtigen Tempelfestung, 68 Kilometer nordwestlich von Paris. Der Kurator François Delateur kennt die Einzelheiten einer skandalumwitterten Schatzsuche, die hier stattgefunden hat. Überall, wo die Templer waren, reden die Leute von einem Schatz und suchen danach. Eines Tages tauchte in Gisors der Gärtner und Burgwächter Roger Lamoy, merkwürdige anagrammatische Übereinstimmung mit Molin, ja, den Großmeister, darauf. Mitte der, also 40er Jahre. Er verbrachte seine Zeit damit, nach einem Schatz zu graben. Er wurde zu einem gefährlichen Maulwurf für Gisors, lacht der Kurator. Denn Lamoy schachtete sich von einem Kellergewölbe zum Hügel hoch, auf dem der Burgfried steht. Nach monatelanger Suche behauptete er, er sei auf einen unterirdischen Saal gestoßen. Einen Saal, ja. Der unterhöhlte Burgfried begann zu bröckeln. Die verfallenen Mauern von Gisors hüten bis heute das Geheimnis der Templer. Nur kleinere Schätze und einige Grundstücke wurden bisher gefunden. Wo aber sind die 150.000 Goldmünzen geblieben? 150.000. Das ist ein Wert, den kann man heute fast kaum noch ausdrücken. Ich habe eine Idee. Geblieben, ja, Peter. Geblieben, die die Templer 1306 von Zypern nach Paris brachten.
Der Tempelritter Jean Le Chalon hat laut Prozessakten ausgesagt, dass Pferdekarren mit dem Schatz beladen nachts den Pariser Tempel verlassen haben. Wurde das Gold nach Gisors gebracht und wurde der Großteil des Schatzes auf Schiffe der Templer weitergeleitet, die nach England segelten? Am 18. März 1314 wartete der Scheiterhaufen auf den letzten Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay. Ich war nach siebenjähriger Kerkerhaft mit Narben bedeckt. Über die Schätze der Templer hat er keinen Kommentar abgegeben. Er sagte nur: Ich verzichte freudig auf ein Leben, das mir verhasst ist. Ja. In den Flammen stehen habe der Großmeister König und Papst verflucht. Ich lade euch binnen Jahresfrist vor den Richterstuhl des Höchsten. Im selben Jahr starb der 51-jährige Papst wahrscheinlich an einem Krebsleiden. Ja, lässt sich alles machen. Der König stürzte während der Jagd vom Pferd und starb 46 Jahre alt. Es heißt, er habe im Wald plötzlich eine Gestalt im weißen Mantel der Tempelritter gesehen, mit dem roten Kreuz auf der Brust. Und weiter berichtet, dass in der Nacht nach dem Flammentod des Großmeisters Templer zur Richtstätte kamen, als Maurergesellen verkleidet. Sie nahmen eine Handvoll Asche, streuten sie in Richtung des Königspalastes und schworen Rache. Dann flohen sie nach England und gründeten die erste Freimaurerloge Grasritter Templer, ja, Freimaurer und der Geheimbund Prioré de Sion. Und der Chiritos, sage ich nur. Hat aber nichts mehr mit den ursprünglichen Idealen der Tempelritter zu tun. So, also wie gesagt, gehörten sie alle der mystischen Tafelrunde einer geheimen Bruderschaft an, die Gottes Werk Opus Dei tut und dabei glänzende Geschäfte macht. Das ist übrigens aus der Berliner Morgenpost von 1997. Ja. So, dann kommen wir zur Tradition der deutschen Templer. Wie schon angesprochen, entwickelten die gebildeten und gelehrten Tempelritter infolge ihrer intensiven Berührung mit dem esoterischen Islam und Judentum, mit der Gnosis, mit den Lehren von Markion, Marcionitorden, sowie ihrer Erforschung der alten mesopotamischen Weisheit eine Weltsicht, die den engen Rahmen der päpstlichen Amtskirche sprengte. Sie fanden auch Protokolle, die uns wörtlich in einer Übersetzung des angeblichen Originals vorliegen, wonach der jüdische Sanhedrin die frühen christlichen Gemeinden unterwanderte, um sie unter ihre Kontrolle zu bringen, was zweifellos gelungen ist. Ja. Hierfür gab es zwei Gründe. Zum einen hatten die frühchristlichen Gemeinden im religiösen Einflussgebiet des Judentums so starken Zulauf, dass sie zu einem Problem wurden. Zum anderen hatte sich gezeigt, dass sie starken Zulauf bei den Legionären der Römer hatten und sich diese neue Legion der Liebe als wehrkraftzersetzend erwies. Anführungsstriche. Es lag eine Chance darin, den verhassten Feind und Besetzer Israel zu zerstören. Wenn es gelang, die judenchristliche Religion tief in die römischen Legionen zu tragen, ja. Zweifellos ging auch diese Rechnung auf, denn das römische Weltreich zerbrach letztlich an der Auflösung seiner militärischen Schlachtklarung. Die Templer kamen zu der Überzeugung, dass es der jüdischen Infiltration gelungen war, ihr Symbol des Triumphes der Juden über Jesus, das Kruzifix der Christenheit als Symbol zu unterschieben. Das war der Grund, weshalb die Eingeweihten der Templer gehörte, das Kruzifix anzuspucken. Weil mit diesem Henkerkreuz ihr Gott umgebracht worden war. Dieses Ritual galt während der Inquisitionsprozesse gegen den Templer als ein Beweis dafür, dass sie Ketzer waren. Heutige Vereine von Operettentemplern, da gibt es ja zahlreiche, kann man vergessen, ja, welche die Hintergründe nicht kennen, bestreiten, dass es dieses Ritual gegeben habe und behaupten, dass dies einer von den zweifellos vielen gefälschten Beweisen gegen die Templer war. So.
solche Vereine, von denen sich einige sogar um die Anerkennung durch ausgerechnet den Papst bemühen, stehen auch ratlos vor der Frage, weshalb der Tempel nicht auf frühen Tempelsiegen eindeutig und unverkennbar. Der Felsendom ist, wie gesagt, eine 691 erbaute Moschee. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Auch diejenigen, die mein Manuskript erwerben, können sich das dann zu Hause in Ruhe durchlesen. Das würde nämlich dann den Rahmen sprengen. Und weil ich mir immer wieder sage, in der Kürze liegt die Würze. Aber zum Abschluss möchte ich aber noch hier einiges zitieren hier. So, Robert Limoy und die Templer Burg Risor, ja, Kreuzer. So, kann ich nur sagen, Jack de Molay lässt grüßen. 1944, Roger Limoy, ehemaliger Aufseher in der alten Templerburg, oberhalb der Stadt Gisors, Frankreich, beginnt mit Wissen des Staatssekretariats für Kunst, aber ohne offizielle Grabungserlaubnis, den Brunnenschacht der Festung freizulegen. Den Brunnenschacht, wohlgemerkt. Nach Monaten erreicht er den Grund des Brunnens, 30 Meter unter der Erdoberfläche. Mit Hilfe eines Freundes dringt er in einen blinden Seitengang ein, wenig später allein in einen zweiten. 1946. Es ist Ende April, als Limoy in diesem Gang auf eine Mauer stößt. Unter großen Anstrengungen durchbricht er die Wand, räumt die Steine beiseite. Die Arbeit lohnt sich. Vor Limoy breitet sich eine unterirdische Kapelle aus, 30 Meter lang, 9 Meter breit, 4,5 Meter in der Höhe. An den Wänden stehen die lebensgroßen Figuren von Jesus und den 12 Aposteln. 19 Steinsarkophage von 2 Meter Länge, 90 Zentimeter Breite, und Limoy glaubt seinen Augen nicht trauen zu dürfen. Mitten im Raum befinden sich 30 Truhen aus kostbarem Metall. 30 Truhen, aufgestellt in 10er-Reihen, jede 1,8 Meter hoch, 2,5 Meter lang und 1,6 Meter breit. Limoy berichtet von seiner Entdeckung, aber niemand will ihm glauben. Ein Feuerwehrmann, der sich schließlich bereit erklärt, hinabzusteigen, bekommt es am Grunde des Schachtes mit Angst zu tun und kehrt unverrichteter Dinge zurück. Auf Anordnung der Stadt Gisors wird der Brunnen zugeschüttet. 1952. Zusammen mit einigen Freunden gründet Robert Limoy eine Gesellschaft, die eine erneute Grabung finanzieren soll. Die Auflagen der Stadt sind jedoch so rigide, dass das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. 1959. Limoy erhält Arbeit auf dem Landgut des damaligen Redakteurs der französischen Nachrichtenagentur Agence France Presse gerade Sede. Limoy berichtet erneut von seiner Entdeckung. Der Sede beginnt daraufhin nach alten Unterlagen zu suchen, klar, und findet tatsächlich mittelalterliche Pläne und Zeichnungen, die Skizzen der von Limoy beschriebenen unterirdischen Kapelle enthalten. 1961. Jetzt interessieren sich auch offizielle Stellen für den Fund. Eine Kommission, offiziell unter dem Vorwand, alte Fresken zu erforschen, wird unter Leitung von Professor Michel de Beaujard vom Ministerium für Kultur gegründet. Der Brunnen wird freigelegt, aber noch vor Erreichen des 30 Meter tiefen Seitenganges wieder zugeschüttet. Das Ganze geschieht ohne jede plausible Erklärung. Insgesamt dreimal. Und dann geschieht etwas noch Seltsameres. 1964. Im Februar wird das gesamte Gelände um die Burg Gisors zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Ah, das ist so, das macht man auch heute noch, die Taktik. Ne? Klar. Und die Fortsetzung der Grabungsarbeit, wie gesagt, dem Verteidigungsministerium unterstellt. Für mehrere Monate darf kein Außenstehender die Festung betreten. Weder Journalisten noch Wissenschaftlern ist es gestattet, sich dem Innenbereich der Burg zu nähern. Die Frage erhebt sich von selbst. Warum wurden archäologische Grabungen
von der französischen Armee durchgeführt. Welches außergewöhnliche, unter allen Umständen zu bewahrende Geheimnis hüllte sich um die Templerburg Gisors? Was befand sich in den metallenen Truhen, die Roger Lemoy bei seiner Erkundung der unterirdischen Kapelle entdeckte? Was hatten die Templer dort versteckt? Gold, Edelsteine, wertvolle Dokumente? All das hätte ein militärisches Unterfangen dieser Art nicht gerechtfertigt. Klaro. Nein, Gisors diente ganz offensichtlich als Versteck für etwas völlig anderes, völlig Ungewöhnliches, völlig Unerwartetes. Meine Meinung ist die, das ist der Gral der Physik, Mathematik. Es geht weniger um materielle Schätze, sondern um geistige Schätze. Und Teile, sagen wir mal, der geretteten, verbrannten Bibliothek zu Alexandria. War übrigens auch Brandstiftung. Also die gesamte Mythologie, sagen wir mal, des Atlantischen Imperiums enthalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zu viel schwerwiegende Indizien entsprechen dafür. So, dann kommen wir abschließend nochmal, jetzt zum Abschluss, zur Geschichte der Burg. Die Burg liegt auf halbem Weg zwischen Paris und Rouen. Im 12. Jahrhundert, zu einer Zeit, als Gisors noch Hauptstadt der normannischen Vexin war, begann man mit den ersten Bauarbeiten. Den Grundstein der Wehrburg legte Thibaut, Graf von Gisors, Sohn des Grafen Hugo de Chaumont und seiner Frau Adelaide, einer Schwester Hugo de Pains, des Gründers des Templerordens. Die Arbeiten wurden später vom englischen König Heinrich I. fortgeführt, den seine Zeitgenossen Leclerc, den Gelehrten, den Eingeweihten nannten. Ja. Wegen Streitereien zwischen England und Frankreich um den Besitz von Gisors, den sogar der eigens nach Gisors gekommene Papst Calixtus II. Nicht zu schlichten vermochte, wurde Gisors 1158 treuhänderisch an die Templer übergeben. Othon de Saint-Omer, Bruder eines der Ordensgründer, und Richard of Hastings, der Ratgeber Heinrichs und spätere Großmeister des Ordens in England, unterzeichneten den Vertrag. Die Templer blieben während der gesamten Zeit ihrer Existenz der Burg verbunden. Wie Lisserin 1923 wohlgemerkt aufzeigen konnte, wurde dem Friedensrichter von Gisors erst am 29. November 1307, also 1,5 Monate nach der großen Razzia gegen den Templer, der Befehl zur Verhaftung zugestellt. Die Jahrhunderte überdauert haben bis heute die starken Befestigungsmauern, der eigentliche Wehrturm und der ominöse Brunnen, von dessen Seitengang aus Roger Lemoy 1946 seine Entdeckung machte. Ja. Beim Staatssekretariat der schönen Künste in Paris und beim Bürgermeister der Stadt Gisors hat Lemoy kurz zuvor die Genehmigung für archäologische Grabungen erhalten. Allein und verbissen kämpft er sich Meter um Meter weiter nach vorn, kratzt die Erde in dem gefährlich engen, ständig vom Einsturz bedrohten Gang Zentimeter für Zentimeter ab. Oh, schöne mühselige Sache. Immer wieder musste er an die Oberfläche zurückkehren, weil er tief unten nur noch schwer atmen kann und manchmal sogar ohnmächtig wird. Oh, das sind natürlich auch Kohlendioxidgase, die sich da ansammeln. Auch nicht vergessen, andere Kohlenmonoxid, alles reizende Gase. Ne? Ja. So, da der Stollen zu eng ist, um mit einer Schaufel oder einer Kreuzhacke arbeiten zu können, benutzt er nur eine Brechstange und die bloßen Hände. Na. Wiederholt versperren große Blöcke den Weg. Er lockert die in mühseliger Arbeit und bricht sie herauf. Dann stößt er nur noch auf harten Steinen. Mechanisch arbeitet er weiter. Er bemerkt, dass der Stein glatt ist, behauen wurde. Ja. Er tastet einen dritten Block. Sie alle tragen Spuren menschlicher Bearbeitung. Vor ihm muss sich eine Mauer befinden. Die Fugen sind nur mit Lehm verstrichen. Eine wilde Neugier erfasst den Mann. Ich lege den ersten Stein frei wie einen großen Zahn, schreibt er später darüber.
und kann jetzt den daneben liegenden mit der Hand wegnehmen. Mein Kopf geht durch, die Schulter ebenfalls, die Lücke erreicht. Doch ich sehe überhaupt nichts. Lamoy hat keine Geduld mehr. Laut stößt er einen Schrei aus, um sich Gewissheit über seine Entdeckung zu verschaffen. Erschrocken fährt er im nächsten Moment zurück. Das zurückgeworfene Echo ist gewaltig. Ja, Freude und Erregung überwältigt ihn fast. Er kriecht zurück, holt eine Lampe, hält sie in das Loch. Vor ihm liegt ein weiter hoher Raum. Ich bin in einer romanischen Kapelle. Sie ist 30 Meter lang, 9 Meter breit und bis zum Schlussstein des Gewölbes etwa 4,5 Meter hoch. Übrigens auch erbaut nach dem goldenen Schnitt. Gleich links von mir, neben dem Loch, durch das ich gekommen bin, ist der Altar. Zu meiner Rechten liegt der übrige Teil des Baus. Sein Blick fällt auf die in halber Höhe der Wände aufgereihten Statuen, die Jesus und die 12 Apostel darstellen. Unter ihm, auf dem Boden, stehen 19 Steinsarkophage. Wie gesagt, 2 Meter lang, 60 Zentimeter breit. Im Kopf der Kapelle jedoch befinden sich 30 Truhen aus kostbarem, im Schiff der Kapelle mit kostbarem Metall und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Bericht, Auszüge aus Johannes und Peter Fiebach, die beiden Autoren kenne ich auch persönlich. Das war die Entdeckung des Grals, heißt das Buch. Wer kennt das? Außer mir keiner. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.